Der Zug in den umliegenden Dörfern von Artern. Wir entsorgen Schrott, das heißt, wir machen Schrottaktionen, wir verteilen Werbeflyer. Das zum Beispiel diesen Mittwoch große Schrottaktion. Kostenlose Abholung, Waschmaschinen, Schrott, jeglicher Ort und so weiter. Und die Leute packen das dann auf die Straße. Wir fahren durch die Ortschaft und sammeln eben ein, was draußen liegt. Und davon leben wir eben. Reicht da noch nicht, aber naja. Also, mein Name ist Danilo Siefke. Ich bin 25 Jahre alt. Gelernt habe ich Maurer. Musste aber aus gesundheitlichen Gründen die Lehre abbrechen. Dann war ich eine Zeit lang arbeitslos. Dann war ich Bestatter. Da hat aber leider das Geld nicht gestimmt. Na, wieder arbeitslos. Und irgendwo hat man keine Lust mehr auf Arbeitslosigkeit. Und da habe ich gesagt, machst du privat. Und als Schrotthandel und Entrümpelungsfirma eben. Das ist mein Mitarbeiter Thomas. Und am besten bestellt sich aber vor. Tja, mein Name ist Thomas, bin 30 Jahre alt, arbeite seit ungefähr einem halben Jahr bei Danilo und habe 6 Kinder. Da oben wiegt ca. 100 Kilo, schätzen wir mal. Und dafür brauche ich eben immer einen zweiten Mitarbeiter, weil alleine steht er dann hier ratlos und weiß nicht, wie es hochgehen soll. Wir wollten ja gerne fest einstellen, aber die Forderung vom Arbeitsamt, das ist zu wenig. Die Krankengarten, alles, es bleibt zum Schluss gar nicht möglich. Und das ist eben das Schlimme an der ganzen Geschichte. Es ist Dienstag. Offene Sprechstunde im Rathaus. Grüß dich. Die nutzt heute auch Herr Schmölling. Ach, hallo, ich grüße Sie, Frau Koch. Ich grüße Sie. Na? Wohin geht's? Zum Standesamt. Nein. Na, dann ja. Viel Spaß. Ja, schönen Tag noch. Tschüssi. Gleichfalls. Ach herrje, Standesämter sollte man in die Bordelle verlegen. Das wäre ein größerer Anreiz für die Leute. So, Frau Standesbeamtin Michel, wenn ich auch nicht bei Ihnen geheiratet habe, vor 4 Jahren besuche ich Sie jetzt mal. Ich habe ja 1962, meine liebe Frau, im benachbarten Oberrüppling geheiratet. Aus Trennungsgründen sollte nämlich niemand wissen. Bitte eintreten zu dürfen. Hallihallo. Guten Tag, Herr Schmölling. Na, Frau Michel, ich grüße Sie. Na? Ich habe es geschafft zu Ihnen, hallo. Das ist aber schön. Dass aber ich will nicht das Aufgebot bestellen, sondern nur den Schlüssel von der Veitskirche. Schlüssel von der Veitskirche? Ja. Was haben Sie denn heute Schönes vor? Ich will ein bisschen was Schönes von Adern zeigen. Das wird ja immer verlangt. Ich will ein bisschen auf den Turm kraxeln. Na, bei und brauche auch Wetter? Noch, liebe Frau Michel, ein paar Details zur Technik. Oder das können wir jetzt in Ruhe besprechen. Ja, ist richtig. Wollen Sie Platz nehmen? Einen kleinen Moment, ja. Setzen Sie einen kleinen Moment. So. Oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Fahrschullehrer Heinz-Rüdiger Sachs wartet auf seinen Schützling. Na, Nicole. Hallo. Hallo. Ja. Na dann, bitte. Ich heiße Nicole Rausch, bin 18 Jahre alt und bin kurz vor meiner Fahrschulprüfung. Deswegen sitze ich auch heute hier, um nochmal zu üben. Und ich mache eine Ausbildung als Sozialbetreuerin in Sondershausen. So, wenn wir so weit sind, sagst du Bescheid. Ich konnte mir den Führerschein eigentlich nicht leisten und habe Gott sei Dank ein Angebot gekriegt auf Ratenzahlung. Und dann stottere ich mir den ab, auch wenn ich dann schon Führerschein habe, bezahle ich dann immer noch weiter. Unterstützt werde ich von meiner Oma vom Führerschein, dann von meinen Eltern, die mir den Rest alles so bezahlen, was ich mir eigentlich mit meinem Einkommen nicht leisten könnte. Und auch geben mir immer auch was dazu. Und ein Auto bekomme ich von meinem Papa. Ja, da bin ich ganz froh drüber. Also meine größte Schwierigkeit ist das Anfahren. Mann, das ist aber Glück, oder? Okay. Keiner da im Gegenverkehr. Ich bin eigentlich immer aufgeregt und schon wenn ich im Auto sitze, dann zittern mir die Knie, vor allem beim Anfahren. Und, ja. Eine Bürgerinitiative hat sich gebildet. 3 Abgesandte auf dem Weg zum Bürgermeister. Moin, moin. Moin. Wir wollten dich mal kurz informieren, was die Arbeitsgruppe Salz so auf die Beine gebracht hat. So, wer trägt vor? Von allen Dingen, die wir uns mal für die Zukunft vorgenommen haben, kam uns die Idee, dass ein Gradierwerk, was es ja früher auch in Artern schon gab,
dass das etwas wäre, was wir am schnellsten realisieren könnten. Ja, Standort wäre wo? Schwimmbad. Standort wurde geplant im Schwimmbad. Ja. Das ist ja hier. Das Problem natürlich ist, die Bäume stehen dort, die Zweige hängen weit drüber. Das heißt also, hier könnten wir es nicht hinnehmen. Wir müssten wirklich vorne anfangen, Ecke Salzlacher und dann vor Richtung die Einfahrt zum Schwimmbad rein, also die eventuell dann sogar noch ein Stück rübernehmen. Also den Standort finde ich gut. Das muss ich sagen. Wir haben da gleichzeitig eine Abgrenzung zum Schwimmbad hin. Ist beide Seiten begehbar. Wir können Sohle einsetzen, weil Sohle im Schwimmbad an. Licht hier gleich hier so, vor. Licht hier direkt vor. Ja, muss ich auch wieder, auch original, muss ich auch wieder original werden. Wird auch hier. Ich denke, das ist prima. Ups. Wer Hektik macht, lebt nicht so lange. Das weißt du doch. Ich lebe auch nicht lange. Das machst du also nicht wegen mir, das machst du wegen dir. Ja? Ja. Damit du später keine Fußgänger über den Haufen fährst. Nein. Ich höre. 21, 22. Was habt ihr so gemacht am Wochenende? Disco? Nee, ich hatte Besuch von einem Freund. Und na, da wollen wir La Vita was trinken. Hatte ich einen Probefreitag. Und Samstag sind wir dann weggefahren. Na, wir hatten Samstag Turnerfasching. War die ganze Bude wieder voll. War schön. Wunderschön. Das glaube ich. Denk dran, wir sind auf der Landstraße. Wir haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, das heißt, ich soll draufdrücken, ne? Nein, du sollst ja so fahren, wie es erlaubt ist. Ja, ja. Wir können doch nicht als einziges Hindernis sein hier. Oh. Ja, da musst du durch. Wenn lange Zeit grün ist, musst du damit rechnen, dass rot kommt. Das Problem ist dann später, wenn du da durchziehst, eine Sekunde nach Ampelrot, kann es passieren, dass du 4 Wochen Fahrverbot kriegst, wenn sie dich erwischen. Die Kirche ist seit 98, 99 wieder in Ordnung, ist aber ganzer Graubau mehr. Sie ist nicht neu geweiht worden, weil sie viele, viele Jahrzehnte Ruine war. Wohl aber kann man es als Standesamt nutzen. Oh, je, 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 je. Die Veitskirche ist zweifellos eines, wenn nicht sogar das Wahrzeichen von Adern, und die Adern sind total stolz drauf und haben auch die Restaurierung mit großer Anteilnahme verfolgt. So, und davor, vor dieser Wendeltreppe, kraut es mich etwas. Uiuiui. Ich bin evangelisch, bin auch ein guter Steuerzahler, aber ein schlechter Kirchgänger. Uje, der Treppe zweiter Teil. Naja. Mein Traum ist eigentlich mal bei Danilo eigentlich fest angestellt zu werden und dann auch das Geld zu verdienen, was man hier in der Umgebung braucht, um zu leben, um seine Familie leben zu können. Aber naja, ich muss Geduld haben, denke ich mal, dass es dann irgendwann mal klappt. Das schaffst du doch alleine, Thomas. Ja, ja. Mein Traum ist eigentlich, dass man mal einkaufen gehen kann, ohne nach dem Geld zu gucken. Beziehungsweise, dass ich früh morgens mal aufstehe und nicht gleich irgendwie Gedanken mehr machen muss, wie kann ich die Benzinkosten bezahlen, Versicherung. Ich habe eigentlich sehr wenig von meiner kleinen Tochter, was mir eigentlich auch irgendwo sehr weh tut. Aber letztendlich will man dem Kind auch irgendwo mal was ermöglichen, wie zum Beispiel McDonald's fahren und, weil sie jetzt in dem Alter ist, wo sie eigentlich fast jeden Tag sagt, Papa, Mama, McDonald's fahren. Also arbeitet man dann irgendwo drauf hin. Welche Größe wird denn das ungefähr sein? Wie lang wird das sein? Wir haben so mit 20 Metern.
Mal 5 Meter Höhe, ja. Es soll aber rein nur eine medizinische Basis sein. Das heißt, wir wollen kein Salz gewinnen. Ja. Wir wollen das nur im Prinzip auf medizinischer Basis, Inhalierung und. Wolfgang, da müsstest du dich auch noch erinnern, im Salinepark, da wo jetzt der Eingang zum Fitnessstudio ist, stand ja ein Gebäude, wo Sohle vernebelt wurde. Da konntest du mit Anzug reingehen, musst natürlich eine Regenbegleitung anziehen. Ja, 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 ja. Und der gesundheitliche Effekt, ich musste als Kind, da ich Bronchitis hatte, da öfters rein, das war eine gute Sache. Die 30%ige Sohle, das ist erstmal gut gegen Schuppenflechten und. Richtig. Ja. Ja. Denn viele Leute haben ja nun mit der Sache zu tun. Und wenn wir noch irgendein Becken hinkriegen sollen, das müssen die kleinen Schwimmbecken sein, ein kleines Becken, wo wir die Sohle erwärmen können, auf so und so viel Grad. Die 30%ige eben, 27% hat es hier knapp. Dann könnten wir sagen, wir haben Patienten hier vor Schuppenflechte und da kann man im Prinzip auch was unternehmen in der Richtung. Ne? Das, was wir als Stadt, als Verwaltung machen können, das wollen wir auch damit einbringen. Das ist also Bauhofleistung, das sind die Fragen Holzeinschlag in unserem eigenen Wald, Wald auch. Und dass wir dann auch noch ein paar Sponsoren suchen, die sich hier mit beteiligen auch. Mhm. Was habt ihr denn für eine zeitliche Abfolge insgesamt gedacht? Ja, wir haben uns eigentlich gedacht, wenn das Ding jetzt anlaufen sollte, das Projekt, wir haben das Projekt. Dann wollen wir es vielleicht diesen Sommer noch schaffen, dass es steht. Kupplung. Ja, so, Obacht geben, Fußgänger. So, und tschüss. Bin ich froh, wenn ich das geschafft habe. Warum? Oh. Bin ich so eklig mit dir? Nein, aber dann muss ich endlich nicht mehr mit dem dummen Bus fahren und kann auch mal selber. Bin auf keinen mehr angewiesen. Dann macht sich das dann. Dann rechnet sich das. Ja, bei Hups war es zu spät, ne? Oh ja. Welchen Gang fahren wir an? Wisst du, das geht doch, wenn du willst. Hast du da schon einen Sponsor mit? Wenn du dann fertig bist, wer das Benzin noch mitbezahlt? Oma? Ja, Oma, Papa. Papa? Ja. Kannst du die Mandy Anna mal Oma und Papa leihen? Was? Das heißt nicht was, das heißt. Ich hab's nicht verstanden. Wie bitte? Wir sind eine höfliche Frau, für den Mann gesagt, ja? Ich bin doch höflich. Ja, ich bin Chef, wenn ich noch gerne Chef bin. Ja. Ja? Ich will auch gar kein Chef sein. Mit rechts. Und, wer weiß, dass du einparken willst? Oh. Keine Kraft mehr. Nein. Keine Kraft mehr. Was gab's denn so wieder? Gar nicht. Ich bin aus der Schule. Ah, du armes Kind. Ja. So, gucke. Alles klar. Dann haben wir für heute das Ziel war nicht ganz geschafft, aber daran können wir noch üben. 15 Uhr. Danilos Lastwagen ist pickepacke voll und landet direkt auf der Schrottwaage. Hier wird zunächst der volle LKW gewogen, später, wenn er dann entladen ist, nochmal dieselbe Prozedur. Wie fahren wir? 6.550. Scheiße, waren wir gleich noch eine Tonne, ne? Ne, eine 2 vielleicht, mehr nicht. 6.550. Jo. Ein Bagger kommt mit dem 100 Kilo hier deutlich besser zurecht. Zeit, den gesammelten Schrott nach Kostbarkeiten zu durchforsten. Für den heimischen Trödelladen. Thomas, die Wanne ist noch ganz. Die könnten wir vielleicht für einen netten Laden nehmen. Vielleicht wird er nicht an Kunden. Ja, also stimmt. Ich würde sagen, dieses Schrott, meinst du, kannst du noch verkaufen? Sicherlich. Ja, alter Schraubensammler. Ja. Ich sammle jetzt so für mich, was noch brauchbar ist an Schrauben und an Werkzeug. Das nehme ich mit zu mir nach Hause. Weil ich denke mal, hier so der Eimer, was hier drin liegt, das ist ja ungebrauchtes Zeug, was die Leute da weggeworfen haben. 4.370. 2.081 Kilogramm. Pro 1.000 Kilo kassiert Danilo 60 Euro. Beute heute also 120 Euro. Artern, Hartstraße. Danilos Frau Annette betreibt hier ihr Antik- und Sammlergeschäft. Hi. Hi. Hallo, mein Schatz. Ich bin irgendwo. Wir wollen vielleicht ganz in deinem Laden verkaufen. Na, da muss ich auch erstmal schrubben. Na ja, ohne andere, was ich schon finden. Ja. Ich packe dir mal hinten hin. Hast du mal? Und? Was und? Wie war die Schrottaktion? Ja, war nicht schlecht. 2.180 Kilogramm.
Naja, besser als gar nicht. Du hast ja die Vitrine verkauft. Ja, jetzt brauche ich wieder neue Möbel. Also? Also los. Mach was. Mirko Dressler auf dem Weg zum Arbeitsamt. Pflichttermin bei seinem Jobvermittler. Hallo, Dressler. Bitte. So. Und zwar habe ich von, beziehungsweise nicht von Ihnen, sondern vom Arbeitsamt einen Brief gekriegt. Das ist eigentlich so mein erstes Anliegen. Und zwar geht es darum, dass mir wurde eine Stelle vermittelt, und zwar nach Ibiza. Ja, genau, als Animateur, ne? Naja, es hieß also 3 Stunden Promotion und 4 Stunden Kellnern. Genau. Also ich habe mir darüber auch schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht und habe zum Beispiel mir mal eine Kostenaufstellung gemacht darüber, weil halt im Brief stand, der Verdienst ist 1000 Euro netto, Unterkunft und Verpflegung muss selbst getragen werden. Mhm. Dann ziehe ich jetzt ab 350 Euro Festkosten, die jeden Monat abgehen. Mhm. Dann habe ich mal überschlagen, ich denke mal mit 300 Euro Miete für eine Wohnung, ist nicht zu hoch gegriffen. Ja. Das Flugticket. Und es ist halt rausgekommen, am Tag komme ich dann auf 9,30 Euro oder so, die für mich bleiben zur Verpflegung. Das heißt pro Mahlzeit, Frühstück, Mittag, Abendessen 3,10 Euro. Also bleibt letztendlich gar nichts mehr übrig, im Gegenteil, müssen wir vielleicht noch was zusteuern. Hauptbahnhof Atern, Gleis 1. Nicole erwartet ihre Freundin Annika. Annika ist Pendlerin und täglich zwischen Atern, Erfurt und Weimar unterwegs. Es ist schon typisch zu fahren, weil hier in Atern ist ja nichts groß, sprich Ausbildungsplätze. Und man kann aber froh sein, dass man eine Ausbildung hat und dann fährt man eben. Hauptsache man verdient Geld, kommt in seine Richtung. Punkt 5 Uhr. In Atern kommen die Züge noch fahrplanmäßig. Hi. Na? Was? Ja, was machst du überhaupt hier? Bin ich abholen. Oh, schön. Ja. Und? Was machen wir jetzt? Oder? Ja. Dann ist ja. Wenn ich hier oben stehe, da geht einem natürlich vieles durch den Kopf. Ich bin zwar rundum zufrieden mit meinem Leben, aber meine Frau fehlt mir natürlich seit 9 Jahren sehr. Als ich meine Nonna 1962 standesamtlich heiratete, lange vor der Geburt unseres Andreas, da war der Hauptgrund, wenigstens eine ganz, ganz kleine, bescheidene Wohnung zu kriegen. Denn in der DDR gab es immer viel zu wenig Wohnungen für junge Leute und man musste wenigstens verheiratet sein. Da sind wir noch Plastiksäcke. Ja, lass uns mal gucken. Ne? Die sind zwar nicht alt. Ganz sind sie noch, sind zwar nicht alt, aber... Das sind neue Jens, ne? Ja, so einen Laden kann er mal reinnehmen. Vielleicht nimmst du einen von Gartner oder so. Ja. Mach schon mal drauf. Die Sätze sind zwar nicht alt, aber die sind noch ganz. Und für einen Gartner oder so, ich glaube mal für 3, 4 Euro oder 5 Euro kann er sofort den Laden auch verkaufen. Und zum Schluss hat man dann aus Sperrmüll Geld gemacht. Und das ist ja eigentlich das Ganze, warum wir das hier machen. Die Länge reicht doch vollkommen aus. Es sind weit über 20 Meter. Ja. Du kannst ihm abschreiben. Wenn wir hier du kannst nur weiter voransetzen. Du hast hier noch Platz hier. Stimmt. So, dann schreit er mal ab. Dann schreit er mal ab. 1, 2, 4. Genau, passt das hin. Das passt ganz genau hin. So, jetzt hast du hier die Schächte, dort hast du die Sohle vorliegen. Hast natürlich einen Abfluss, ja, der Sohle. Dort liegt die Sohle vor und hier liegt das Schwallwasserbecken vor. Du hast da natürlich einen Abfluss, wenn jetzt die Sohle runtergelaufen ist, läuft ein Schwallwasserbecken und kann hier ständig zulaufen. Und wir nehmen es integrieren, das Wasser geht kein Verlust, wir integrieren es gleich mitzeitig in das Becken wieder mit rein, läuft oder pumpen und haben einen einheitlichen Kreislauf. Und wenn man sieht, dass das Schwimmbad hier 1967 nur von Ordnung und Böhring gebaut worden ist, in einer Kopfzeit. In 128 Tagen, wir hatten damals hier 52 Meter Becken stehen gehabt. Also das war so, aber das bei dir lag schon schaffen, dass wir die Ordnung bewegen, dass sie sich ein bisschen was mitbewegt.
Bin ich überzeugt davon. Denn hier geht es hier um Sie selber, wollen das Bad erhalten. Richtig. Das ist wichtig. Und Attraktionen, das Bad mehr. Zieht die Leute mehr rein, wenn wir wirklich das schaffen, dass wir die Leute hier dazu kriegen, zu inhalieren. Und dann kann man natürlich uns im Internet anpreisen. Das Schwimmbad Arpen bietet auch noch einen Zeltplatz mit für Kanuwanderwege. Ja. Und dann machen wir noch eine Fahrradausleihstation und dann haben wir das, haben wir alles. Die Fahrradausleihstation hat man ja schon jahrelang vorgeschlagen, dass wir die hier reinbringen. Na ja, klar. Dann haben wir schon ein bisschen was geschaffen. Ja, ist richtig. Ändern müsste sich ja vieles, zum Beispiel mehr für die Jugend. Ja, das ist ja nicht, guck mal, was haben die alten Leute? Die haben ihren Seniorentreff, da können sie, machen sie so Fäden und so, weißt du, so in Faschingsveranstaltungen. Und ich meine, gut, haben wir auch alles, aber also, haben irgendwie mehr Beschäftigung. Wir haben ganz viele Vereine hier, das kannst du nicht wissen. Ja. Aber weißt du, was herkommt? Hast du sowas wie Einkaufsmöglichkeiten? Sogar zum Einkaufen musst du wegfahren. Wir kommen auch mehrere Jahre. Einladen, wo du was kaufen kannst. Ja. Und jeder Arsch hat hier im Ort gleiche Klamotten an, das kotzt mich auch nicht so. Früher ging es immer noch, da hast du Freizeitbeschäftigung, wo du klein warst, Schülerfreizeitzentrum zum Beispiel. Du konntest so viel loslassen, bist du, aber jetzt, das soll es später werden, wenn es dir nichts weiter gibt. Ich, Altenpflege, also mein Traumberuf. Auf jeden Fall. Aber willst du eigentlich lieber hier bleiben, oder? Nee, auf keinen Fall. Also klar, auf der einen Seite hänge ich schon hier dran, weil es hier wohnt und so. Und meine Freunde, die Gabelle, aber ich muss echt an mich denken. Also ich werde weggehen und was Größeres, neue Leute. Vielleicht auch ein Freund. Ja, dann machst du erstmal deinen Führerschein und dann suchst du dir deinen Traumprinz. Fahr mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, genau. Vielleicht steht er am Straßenrand. Na toll. Weißt du, ich fühle mich irgendwie von euch unter Druck gesetzt. Ist echt so. Echt? Ich fühle mich voll unter Druck gesetzt. Lass das ist deine Entscheidung. Ich hab dir mal Filme gesehen. Ja, auch Bericht. Weil du dich manchmal aufregst, oh, ich brauche einen Freund, ich habe schon so lange keinen gehabt. Aber ja, und dann habe ich einen. Helfen. Und dann geht es auch nur zwei Wochen gut, dann habe ich keine Lust mehr. Mach Schluss. Das ist aber deine Schuld. Da bin ich eben noch nicht bereit, oder? Dann lass mich doch einfach so. Ich auch nicht auf, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund so ja, das regt mich ja auch, wenn du dich die ganze Zeit mit dir rumknutschst. Ich bitte dich. Fühl mich wie das fünfte Rad am Wagen. Oh mein Gott, du bist nie allein. Also ich habe jetzt zwar die Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht, möchte aber jetzt beruflich umschwenken. Und in welche Richtung? Das bedeutet, also ich hatte es ja eigentlich schon angegeben, dass ich in dem Bereich Schauspiel, Moderation gern was machen möchte. Wie gesagt, ich habe Animation gemacht und das liegt mir halt mehr. Ja, ja. Ja, das ist ja durchaus richtig. Das ist immer das Problem, ne? Dass man sich schon in jungen Jahren entscheiden muss. Und wenn man dann sieht, es ist dann doch nicht so richtig was für mich, dann muss man sehen, wenn man es denn hinbekommt, in einen anderen Bereich umzuschwenken. Allerdings muss ich Ihnen auch sagen, solange Sie hier arbeitslos gemeldet sind und auch Arbeitslosengeld beziehen, müssen Sie sich auch als Hotelfachmann weiter bewerben. Kann ich vielleicht den Wunsch äußern, dass wir vielleicht, wenn in den Raum Potsdam gehen oder den Raum Köln oder Düsseldorf? Das können Sie natürlich machen. Weil ich sag mal, für mich wäre es ja dann halt relevant, weil, sag ich mal, dort dann auch Schauspielschulen wären und wo ich mich dann halt umgucken könnte. Doch. So, die Altstadt ist ja gut restauriert. Und ich wünschte mir, dass es auch so mit Adern weitergeht. Die Hoffnung jedenfalls habe ich. So. Und da beginnt der Abstieg. Mirko Drassler, Superstar? Er probiert es zumindest. Seine ersten Schritte Richtung Schauspielkarriere. Nächstes Mal.